Natur, Kultur, Ochsen. Nur lange erzählt man, da ist ein Vorortmann Traktor durch den Equal Wingertsberg. Die Rewe sind dann, Gott sei Dank, am Austreiben nur dem Spätefrost. Und ich fahre weil ich durch den Neve, dann an Herberg über die Domain. Na, ist durch den Herberg über den Heppestein, über den ewigen Burgstein, dann nochmal über die Domain vorbei zurück, durch den Niefheim. So, wer geht los? Erkennen. Das ist alles Herreberg. Heppestein live noch, aber sobald ein bisschen trickner geht, dann ist er noch trickend. Jeder Kier, die man einfährt, dann ist ja mit vielen Besuchern und Gewalt. Heppestein hat man jedes Mal. Also wunderschönen, nauen Ausblick.
für eine Wahl, das ist Heppestein, Kila, so fand ich halb rund. Dann in der Wahl durch, dann um 1100 zurück. Wandern oder spazieren gehen, Klarrunde, Kursrunden. Da heißt man nur noch Feldweh, ganz anders ein bisschen wie wackelt das Bild. Auch von einem hoch. Ganz nur der Blick auf das Dorf. Der Gemeindestiger, der Weg hat ganz Hand und Ende hier ist Richtung Schatter Wald. Und ein geht bei der Sohr, bei der Sohrbrick, die Aalgeiz an der Dorf, was man da kennen kann, ist Aal. Nicht auf der anderen Sohr seht. Ganz am Horizont an ist Schaburg. Laken. Ein Restaurant noch an Ort für eine Klostermühle und ein gut Domin, Lake Ufang im Dorf klein. Relativ eh. Und ja, schon kann man den Frost, der vor drei Wochen war, der Short, den kann man gut erkennen. Das ist doch schon ganz viel Abfuhr. Natürlich ein Platz mit einem gigantischen Ausblick Bußdorf, Hochfen oder Überhai schwenkt auf das Ohr. Mittlerweile auch so der Kanalisierung Rezo links, nice. Schön begrünt, viel warm, tolle Radweg Rezo links. So ist es auch gut mit Fahrrad oder Fahrradfahren oder spazieren gehen. Der River Guide bei zum Schieler Bismarckturm, Wanderweh und auch heißen Teil bei von dem Hamburger River, Teil von dem Seitensprung vom Moselsteig. Wird ganz viel genutzt, ganz viel Leute immer in der Weh, seht man immer.
Beispiel an der Wanderwährung der Seitensprung zum Moselsteig nutzen. Eines in einem einzelnen Dorf an der Sohn am Mussel. Ein Ofen ist fast ausschließlich alles, was wohl auch zu Ringers Jahre vor 50, 80 Jahren vor nice umgesagt kann, das lädt fast gar nicht spießig. Nur so gut, wo man eigentlich gar kein Ringer digitiert. Aber den Ringers da, die Habsringers da, die sind alle wohl gesagt hat. Beim Heppestein, da kann man erkennen, vorne steckt hier, das ist ein kleiner Handlauf herüber durch den Wald. Machen wir mal aus, gerade eine Sekunde. Ja, das ist die Aussichtsplattform vom Heppestein. Herüber kann man gehen, Hanneser Sitzgelegenheiten. Jetzt ist eigentlich den ganzen Tag hoch im Sommerkort. Die Sonne scheint zwar voll dahin, aber das ist immer schön. Man kann sich ja gut hinsetzen, ausruhen. Geht ganz viel genutzt und ist auch eine der schönsten Platzen zum Verweilen an Opfen. Also von meiner Seite her auch. Und du lässt dich schon ganz gut aushalten. Kann man schon mal eine Stunde sitzen und einfach nur an die Gegend gucken. Da geht dir viel zu sehen. Hi. Und Atem Rundschwenke gerade. Ganz an der Fähr Irsch, Uhr für Herrebur. Man sieht Uhr von einem Sorgau sogar die Wandräder sich drehen. Das ist nur Luxemburg. Oben sieht man die Lute vom Flughafen der Luxemburg. Und deswegen, da geht immer was zu entdecken. So, wir gehen jetzt weiter rüber. Hier habe ich die Burgstein und dann nochmal runter zum Domänenhaus über den Herreberg. Und dann Endstation ist nochmal an der Neve. So, Gas muss man auch geben. Heppestein an Ofen. Aber mittlerweile ist natürlich Urslar Egmar Burgstein.
Halb der Kreuzung, da geht es drüber zum Egfer Buckstein. Oder man kennt drüber auf Schieder Berg. Da runter geht es hochfinden und die andere Richtung halt drüber. Kommt man hoch zum Schulten oder auf Schieder Berg, bis man kommt. Da kann man sich dann aussichern, wo man hebel. Hier geht es bei 100 Berge hoch. Von den Färben her, von der Natur her, ist das die Zeltreihe, woran das Schienenzelt, das Tränen etwa an. Sicher dann 10 verschiedene Sachen, die darf, wo man das sieht. In allen Tränen, die Kinder kriegen, Unterschied. Was dann eher im Sommer bis zum Herbst sich alles nochmal erinnert. Das ist halt so im Laufe des Jahres. Ich bin oben hin, wollen halt die Domäne noch selber die Winger gemacht hat. Das ist dann die Zusammenlegung, wo ich meine, das war Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Hätte sogar noch ein Glas geleihen. Das ist dann also ein Brunnen über Glas gezogen kann, ja, die Winger zu machen, ob das bei Spritzen oder halt auch Blumen, also Blue auf dem gestanden und Glas oder Schiers hingevorgegangen, weggevorgegangen, Traube lesen, die Traube sind, wo man Teil hoch, das ist dann hier an das Domänenhaus gevorgegangen. Wie die Traktoren aufgekommen sind, wie, wo ist das alles aufgebaut kann, sondern nur nach wen dazu gestoßen kann, herüber, die doch so nicht kann hat, und das hat man das alles aufgebaut, weil das gezählt in die wirtschaftlich war. Und wenn er dir schön versuchen, Bahn nach Wehr, dann Attraktion, die Asage, wo Domäne hoch im Hof gut, die vierte Autnacht, kann man immer nach Max fahren. Und wenn natürlich für uns da auch eine schöne Attraktion, dazu was nach Dorf wäre. Aber das war halt, seit Zeit hätten wir das aufgebaut und durch verschiedene Traktoren, Asage. Haut, Traktor und Winger hat, finde ich halt auch schon gesehen. Da habe ich das auch schon probiert. Vorher schon hatte ich keinen Traktor mehr. So geht schon geflucht. Nicht nur den Hubschrauber, der fliegt schon lang. Aber auch Ton ist dann am Ersatz gewesen. Versuchshalber. Des Öfteren hätte man die schon gesehen. Also die Zeit auch mit den Wingers haben. Das ist in den letzten 30, 40 Jahren ganz, ganz still. Und was nur andere erben, geht halt ganz, ganz viel mit Maschinen, jeglicher Ort, jeden Abend geht halt fast Maschinen oder Gerät, was die Leitung entlastet und dann wird auch wirtschaftlicher geiler Finger. So das kennt man den Weh nur haut gar nicht bezahlen, wenn das alles reine Handarbeit wäre, wenn noch keine Maschinen zum Ersatz geben. Domänenhaus vorbei. Ja, das war früher Lagerhaus, hier Material und Maschinen, Gerätschaften, die sie hatten.
meistens hier Material halt das Verwalterhaus, Kelkerhaus. Wenn es halt von der Domäne nie ausgebaut kann, dann ist nur halt, wie ich selbst gekeltert kann und ist dann immer nur Trier zur Weiterverarbeitung vorgegangen. Ganz schöne Gurt. Das sind früher die Leute, wo man dann noch halt in der Domänen offen war. Wo man dann noch hier am Orakum ist, weiß ich privat. Weiß ich, ein bisschen schwieriger. Aber da kann man ja auch sehen, mit den Bruchstein gemauerten Turm in Johanna. Und da fliehen sich immer schön hier sitzen. Mit dem Blick ins Zordal. Wieder aus nochmal ein Herberg. Dann ist gleich nochmal mein Insel in der Neef. Neef, das ist also Einzellagen. Da geht es ganz, ganz viel. An Rücken. Wollte ich nochmal so mit dem Traktor alle einzeln rufen und einzeln zeigen und die Nummern dazu so. Aber das ist bald an einem Video, sind da zu viel, aber ich versuche das wohl irgendwann auch mal noch zu machen. Und dann, weil die Nummern nicht an Alphagers, die aller Leute, die sohn immer noch dazu, aber die jungen Leute kennen die fast gar nicht wie. Ich bin ja gesund, man kann in der Nähe, du musst jeder, wo ein Ego sollt, dann ist das schon ein bisschen schwieriger. Traktor aus, so weiß ich nicht, weil in der Nähe die Leute in einem Domänenhaus mit dem Bildteil nochmal runter ins Dorf, ob die Eckfer Kirsch, wenn ich das Video von Naturkultur Opfen, wo heißt es, lange mit dem Traktor NRW von der Nähe über den Herberg nochmal zurück an den Nähe und damit ist, weil gleich das Video beendet.